Versuch Nummer zwei. Ihr wisst, was das heißt, wenn... Ihr wisst ja gar nicht, wie viele Versuche wir ja gerade hatten, damit wir dieses Setting starten konnten. Vorhin ist er noch über den Teppich geflogen und hat alles wieder zerstört. Ja. Ich bin Gott sei Dank nicht dabei. Tasting. Nummer 19. Herzlich willkommen. Ja, das Ganze hat uns fest im Griff. Ist uns egal, ne? Wir machen unsere Videos, da kennen wir nichts. Was haben wir wieder mit Zeit? Mit Originalgeschmarre. Ne? Gwarf und Geschmarre, wenn man so schön bei uns sagt. Oh Mann. Inklusiv. Was machen wir jetzt eigentlich für eins? Ich war mir jetzt da so gar nicht sicher. Machen wir das eine oder das andere? Du steigst gleich voll ein, ne? Ja, ich. Du steigst gleich voll in die wie sagt man, in die Eisen. Ich würde jetzt gern erst mal fragen, mein Freund, wie geht es dir so? Mir geht's brillant. Ich war jetzt wieder... Was? Ja, ich war über... Brillant gleich? Ja, ich war über Nacht am Weiher und es war saukalt. Ich habe lang Lagerfeuer geschürt und dann schön ins Bett früh. Ja. Ich war übrigens nicht dabei, nicht, dass ihr euch wundert. Ja? Es gibt noch andere neben mir. Und es war fast ein wenig illegal, weil man darf ja eigentlich gar nicht raus in Bayern, ne? Was ist schon? Ach, dein Schmarre, da freilich ich darf mal raus. Na, ich darf mit meinem... Also... Ehrlich, darfst du raus? Darfst irgendwas mit 15, aber doch nicht bei uns, oder? Ja, aber ich habe letztens so einen Zeitungsartikel gelesen, da stand da drinnen, also das ist ja höchst gefährlich, ne? Wegen der Ansteckung, wenn du mit deinem Wohnwagen irgendwo stehst, weil da könntest du dich ja anstecken. Ja, naja, also wenn du jetzt aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt du davon ausgehst, wie Wohnwagen... Camper sonst so unterwegs sind, ist das schon durchaus eine legitime Frage. Ja. Ist ja nicht jeder wie du einsam irgendwo an seinem Privatgrundstück, sondern die meisten, die zieht es ja so hordenweise ne, in so Gruppen zusammen. Weißt du, wie man die nennt? Wo sie dann auch gerne Gemeinschaftskacker machen und so. Nein. Weißt du, ich habe ja das letztes Jahr mal probiert, da bin ich ja dann an so einem Wohnmobilstellplatz mit meinem Wohnwagen fahren, weil wir wollten da wandern. Ich wusste das gar nicht. Wenn jemand sehr dicht auf dem anderen Wohnmobil parkt, das nennt man dann Kuschler, einen Stellplatzkuschler. Was? Ja. Aber manchmal muss man doch, weil die Plätze so eng sind, oder? Ja, ja. Also da kannst du eigentlich beim anderen drüben in die Kaffeetasse reinschauen. Aber mal ganz ehrlich, es gibt ja Leute, die haben da keinerlei... Wie nennt man das? Schamgefühl. Da keinerlei, nee, nicht nur das, sondern auch kein Gefühl für Distanz, also kein Privattanzbereich. Hm. Das kennen die nicht. Null. Das finde ich total faszinierend, weil ja ich da schon extrem sensibel bin, muss ich sagen. Ich pack das also gar am liebsten, nicht. Am liebsten wäre mir, wenn der Nächste irgendwie 500 Meter weiter weg steht. Mehr als einen Steinwurf. Oh Mann. Nee, ich stand ganz alleine. Naja. Aber es ist ja mein Grundstück, von dem her, was hätten sie denn sagen sollen? Ja, nee, alles gut. Du darfst das. Du hast sowieso Sonderprivilegien. Meinst? Du darfst ja auch so große Lagerfeuer im Garten machen. Hör mir auf. Das darf sonst keiner. Das darfst nur du, umgeben von, dicht besiedelt von Nachbarn und so. Aber ja. Das Gute ist, wenn ihr einen Landy vor der Haustür... Na gut, muss jetzt nicht der Landy sein. Wenn ihr eine dicke Karre vor der Haustür habt und einen Baseballschläger, der immer an der Haustür lehnt, ganz offen einsehbar für alle, dann habt ihr durchaus ein paar Privilegien mehr in der Nachbarschaft. Der Baseballschläger fehlt mir noch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der steht hinter der Tür. Nein, ja? Ich habe keinen. Ach so, naja, das ist halt Eishockeyschläger, das ist doch wurscht. Nimm mal eine Sportart deiner Wahl. Es kann auch ein Golfschläger sein. Oh, du wirst nicht einen verpasst kriegen. Oder mit einem Eisen, genau. Mit einem Achter Eisen hat er ihn niedergestreckt in seinem Hof. Ja, oder ein Tischtennisschläger. Ey, wenn du es nur an Dummen sagst, dann patsche ich dir eine auf den Bobbers mit meinem Tischtennisschläger. Das ist geil, genau. Haust du den Arsch aus in deinem Hof vor alle Leute. Das ist ja so eine Präventivmaßnahme. Ja, da machst du so eine Propellerklatsche mit dem Tischtennisschläger, geht es gut.
Oh Mann. Ach, wir drehen alle durch, ihr merkt es. Ja. Habt ihr uns vermisst, gell? Was gibt's Neues von der Kommentarfront? Oh. Ralf, es gibt einige neue Kommentare. Hau raus. Wie hau raus? Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Ich dachte vielleicht, du kannst dich erinnern, weil du bist ganz oft genannt. Oder schaust du dich schon immer an? Nee, das berührt mich immer so peinlich. Ja, weil du so gelobt wirst die ganze Zeit. Deswegen. Nee, ich bin eifersüchtig, weil du immer so gelobt wirst und nicht ich. Deswegen schaue ich es mir nicht mehr an. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Na, voll. Du bist voll der Publikumsliebling, bist du. Sag mal, du tust jetzt bloß von dir ablenken. Da steht, lieber Ralf, Komma. Komma. Ja. Das gefällt also mir schon, wenn jemand die Komma regeln kann. Der Christoph hat geschrieben, lieber Ralf, aber er schreibt lieber und Ralf klein. Das macht nichts. Also, ich bin anderes gewöhnt. Hast du das noch nicht gelesen mit den Kronkorken? Nein. Ja, also dann musst du mal die Kommentare wieder lesen. Kronkorken? Wo? Lies mal vor, ich will es hören. Also, lieber Ralf, ich mache Dinge zum an die Wand hängen aus Kronkorken. Kein kitschiger Rotz, kein Vorschul-Weihnachtsgeschenke-Bastelpack, sondern richtig was fürs Auge. Ich brauche 113 knickfreie Kronkorken für ein Teil. Schick mir doch mal bitte deine E-Mail-Adresse, dann kann ich dir auch ein Bild zeigen, damit du eine Vorstellung hast. Ich würde gerne aus deinen Kronkorken was für dich machen. Kronkorken, nicht Kronjuwelen, ne? Grüße aus Berlin, Goldi. Goldi. Ja. Mach doch das mal. Schick doch Goldi mal. Danke, Goldi, für deinen Kommentar. Ich habe leider keine Kronkorken, sonst... Wie viel sind das ungefähr? Ich weiß es nicht. Was schätzt du? Er sagt, 113 knickfreie Kronkorken braucht er. Mhm. Also das sind bestimmt... Ach so, warte mal, ich sehe gerade dein Bild nicht. Wo bist denn du? Hallo. 200? Ich keine Ahnung. Das sind bestimmt 200. 300 vielleicht auch. Na also? Willst nicht einmal, dass der Goldi was für dich macht? Vielleicht. Und dann schenke ich es dir, mein Schatz. Also, ich hätte nichts dagegen. Ja, ja. Für dein Was? Studio natürlich. Er sagt extra kein Weihnachtsgeschenk gebastelkack, finde ich sehr. Nein, kein Vorschul-Weihnachtsgeschenk gebastelkack. Das gefällt mir am besten. Also, das fände ich gut. Also, das fände ich echt fänd ich witzig. Wollen wir das mal machen? Wollen wir mal zusammenlegen und ihm die Kronkorken schicken? Naja, das schaffe ich jetzt schon auch noch. Ja, du wolltest es doch aufheben für irgendwas, für dein Bartfliesen oder so. Nein, eigentlich hatte ich da einen Plan mit. Tatsächlich. Ja, siehst du, dann kannst du es ja nicht hergeben. Hm, doch. Okay, gut. Wir werden da auf dich zukommen, Goldi. Also, wenn auch ihr eifrig kommentiert, dann tut das weiterhin. Wir lesen jedes Kommentar und wir ignorieren beflissentlich jedes Hasskommentar. Die Trolle, die Tramps. Genau. So, das war köstlich. Jetzt kommen wir mal zum Bier. Ja, welches machen wir jetzt? Wir machen jetzt das Vielanker. Ja, aber und welches? Und zwar mache ich das Vielanker Schwarz und du machst das Vielanker Pale Ale. Ah. Ach, wir haben die gar nicht doppelt. Diese Information war mir neu. Das sagte ich dir doch, du hörst mir nie zu. Mhm. Das liegt daran, weil der kommt zu mir und dann steht er da an der Tür, hat einen Rucksack dabei, haut 15 Bier raus und zu jedem Bier gibt es 4 Informationen. Wenn du mir einmal zuhören würdest, nie hörst du mir zu. Er gibt es mir nie schriftlich. Also, und zwar haben wir die vom Tobi bekommen. Vom Arno. Vom Tobi hatten wir auch was bekommen, aber die sind vom Arno. Arno, vielen Dank. Und zwar schreibt der Arno Vielanker, er schreibt eine ganz tolle kleine Brauerei aus Niedersachsen, die meine Eltern im Urlaub kennengelernt haben. Von denen schmeckt mir ungelogen alles. Oh. Und dann haben wir uns gedacht, nachdem wir uns 3 Vielanker ins Paket gelegt haben,
habe ich mal die zwei ausgewählt, die ihr haben wolltet. Wir haben das ja beim Unboxing, habe ich das ja euch gefragt und ihr habt auch in die Kommentare gepostet, was wir testen sollen. Und raus kam Sri Lanka Schwarz und Sri Lanka Pale Ale von den Sri Lankas. Und deswegen machen wir das jetzt. Ist das eine Geschichte oder eine Geschichte? Ich hab's da. Wunderbar. Also, dann zum Bier. Zum Bier, das ist ja jetzt eher ein wenig schwierig, weil ich habe da Recherche gemacht. Zur Brauerei, meine ich, zur Brauerei. Ja, das war mir klar, dass die Brauerei... Aber die gibt es ja doch gar nicht so lange, ne? 2001 und das ist so... Oh, ich habe jetzt falsch aufgemacht. Ja, mach halt, ich auch. Ich schenke jetzt schon mal ein. 2001 erst, das ist noch jung. Ja, ist ja ganz was Junges und es ist so aus dem Nichts entstanden und zwar von einem Friedrich Hagen. Der hat es so initiiert und das ist wie so eine... Erlebnisbrauerei. Also das ist schon, naja, die haben auch Hotels dabei und einen Festsaal und ein Brauereigewölbe und Zeug und wo. Aber weißt du, was richtig geil ist? Schau doch mal aufs Etikett. Was siehst du da in der Mitte bei dir? Da ist so ein Schwein, das ein schwarzes Schwein zur Zunge rauslegt. Geil, nee. Das hat ja Hörner, das ist ein Ochse. Ein Auerochs. Ah ja. Und das ist abgefahren. Und zwar haben die eine... Von der Nase dachte ich jetzt ein Schwein. Und zwar haben die eine biozertifizierte Auerochsenherde, bei der du sogar eine Auerochsen-Safari buchen kannst. Also die vermarkten da mittlerweile alles. Ist ja geil. Ja, es ist echt cool. Naja. Okay. Also das ist so, naja, eine klassische Erlebnisbrauerei und das läuft ziemlich gut. Handgemacht, ungefiltert und norddeutsch. Wo kommt die her? Aus Vielang. Ja, wo ist es? In der Nähe von? Also, was ich jetzt gesehen habe, ist es in Mecklenburg an der Elbe. Also Nähe Elbe, sozusagen. Ui, Schau dir mal das an. Ich habe das Pale Ale jetzt drinnen. Ein toller Schaum, ganz cremig ist der. Bisschen ja, bei mir naturtrüb. Mein Schaum... Aber meins ist ein bisschen kalt, ich schieb's jetzt darauf. Nee, meins ist genau richtig temperiert. Jetzt ein Amateur wie du. Das stimmt. Ich hab's ehrlich gesagt, ich hab's aufs Fenster gestellt, also hinausgestellt, aufs Fensterbrett und hab's vergessen. -3 Grad, genau. Es hat -3 Grad draus. Aber es ist gut gekühlt, sagen wir mal so. Okay, fang mal an. Ich wärme meins noch ein bisschen an. Ich habe eine richtig schöne, wunderbare Fruchtbombe. Also das ist aber nicht so eine, wo du gleich meinst, oh leck, das geht in die und die Richtung. Ich bin jetzt, das hat so eine dezente Fruchtbombe, die dich nicht gleich so überfährt. Weißt du, was ich meine? Es gibt auch solche Pale Ales, wo du riechst und denkst, oh, da gehen alle Synapsen oben im Hirn an, aber das ist so angenehm, fruchtig. Mhm. Wie so ein Fruchtkorb. Aber in welche Richtung das geht, bin ich noch am Rätseln. Keine Ahnung, ein bisschen Melone, Maracuja ist dabei, und auch so ein Touch Ananas, aber alles so gerade so am Überreif gehen, also ein bisschen so süßlich. Okay. Wie ist bei dir? Komm und trink, du bist als erstes. Ich darf als erstes, klasse. Du darfst komplett zuerst dein Dings verkosten. Sonst kommen die Zuschauer komplett durcheinander. Wow. Weich, weich, weich. Oh. Also, Wahnsinn. Also das Mundgefühl ist wirklich so als ob du in Federn tauchst. Weißt du, was ich meine? In so... Ja. Ey, wirklich super. Ey, ganz tolles Mundgefühl. Und... Das ist geil. Das Fruchtige, das kommt so und dann zieht es gleich so den Hopfen drüber und zwar mit so einer, wie soll man das sagen, das ist nicht, da ist ein bisschen grünholzig, aber nicht so, dass es unangenehm ist und es wird dann im Nachgang, poppt es dann so auf. Da wird es dann immer mehr und mehr und mehr und überlagert dann dieses Fruchtige, was du am Anfang gehabt hast, wird dann komplett weggedrängt und dann hast du nur noch dieses Bittere, oder sage ich jetzt mal, auf der Zunge und dann willst du sofort wieder trinken. Genial gemacht. Genial. Und
Und ist es irgendwie stark von der Aromahopfung irgendwie her? Oder gar nicht. Fühlt sich ausgewogen ist, an? Das ist richtig super ausgewogen. Also da passt dieser Geruch, der ist ja nicht so penetrant. Es gibt auch so Pale Ales, da denkst du dir gleich, oh, was kommt da jetzt? Und dann schmeckt es unheimlich fruchtig und dann ballert dann der Hopfen hinten drüber und dann ist es nur noch extrem bitter. Und das ist auf so einem Level, so einem Medium-Level, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist richtig wunderbar. Und zu diesem weichen Mundgefühl passt es. Da hätte jetzt solche Peaks mit dem fruchtig und dann nochmal hopfig hoch, das hätte überhaupt nicht gepasst. Das ist super austariert. Ganz tolles Bier. Okay. Wirklich gut. Und mit 5,1% ist es ja jetzt auch, das ist richtig trinkbar. Das ist sausüffig, muss ich sagen. Mhm. Also da hätte ich jetzt auch Lust auf ein zweites nachher. Sehr schön. Hast du es schön angewärmt? Jetzt unter der Achsel? Oder? Ja, ja, war ganz schön. Ich habe mich kurz draufgesetzt. Ich habe es angebrütet. Also. Na gut. Dann möge er. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Da hatte ich jetzt voll Bock auf was Fruchtiges. Mhm. Ich habe quasi genau das Gegenteil, glaube ich, im Glas. Also nicht von der Qualität her, sondern eher so von der Anti-Fruchtnote. So schwarz, wie es aussieht, so riecht das Ganze auch. Und zwar riecht man extrem, ich kann es eigentlich fast mit einem Wort sagen, nach was das, nee, mit mehreren Worten, aber. Mach mal mit einem Wort. Stell dir, das geht nicht, also mit einem Wort geht nicht, weil Schokolade ist nicht aussagekräftig genug. Mhm. Aber stell dir, was ich sagen kann, ist zimtfreier Schokoladenlebkuchen. So riecht's. Lebkuchen? Ja, aber eben ohne diesen weihnachtlichen Touch drin. Ah, okay. Also, wenn du vom Lebkuchen so diese Honigsüße hast, du hast vom Lebkuchen dieses Schokoladige, von einem Schokoladenlebkuchen, und du hast das Brotige, was, finde ich, auch in einem Lebkuchen drin ist, durch den Teig und so, aber komplett ohne diesen Weihnachtstouch, also keine Nelke und kein Zimt. Ach, interessant. Und riecht es ein wenig röstig? Also hast du so Röstaromen auch drin? Ganz, ja. Geil. Röstaromen, aber nicht so, wie man es kennt, wie man, also doch, klar, die hast du, die kommen deutlich raus, aber die wirken nicht geräuchert. Es wirkt wirklich wie Schwarzbrotrinde und Schokolade. Also wie ein dunkler Schokoladenaufstrich auf einem Gnatzler. Bei uns sagt man Gnatzler, das ist der hintere Teil vom Schwarzbrot, der letzte Teil oder der erste. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, so, dass ein Gnatzler ist. Nein, ich meine so von der Kombination Schwarz. Doch, Brot, der ist mir, komm ich klar. Und so dunkle Schokoladenaufstrich, keine Nutella. Hm. Wobei, es könnte auch so ein Nuss-Touch mit drin sein, wie man es vom Lebkuchen kennt. Mir ist sofort Lebkuchen eingefallen, ohne Weihnachtsgewürze drin. Jetzt trinkst doch einmal. Gut. Es sieht total sämig aus von dem, was man an Schaum hat. Hier erwartet wahrscheinlich ein sehr weiches, samtiges Mundgefühl. Also wenn das so weich ist wie meins. Und genau so ist es, leckt mich am, ist das ein weiches Mundgefühl. Mhm. Mhm. Der Brauer kann was und das Wasser ist extrem gut. Boah, ist es gut. Diese ultra feinen Blubberblasen, die man da am Glasrand sieht, die hast du im Mund wieder. Es fühlt sich an wie Seide. Geschmeidig. Es wirkt fast ein bisschen viskos, so dickflüssiger. Mhm. Es ist aber nicht klebrig. Ich muss gerade gucken. Na, klebrig war meins auch nicht. Süße am Anfang. Könnte dem einen vielleicht ein Touch zu viel sein. Wer nicht auf richtig schöne malzaromatische Schwarz- oder dunkle Schwarzbiere, ich würde es fast eher sagen, das ist ein Schwarzbier. Also steht schwarz drauf. Wird ein Schwarzbier sein. Gut.
Also kein dunkles, kein normales dunkles, sondern noch weiter, tiefer. Es geht in eine Stout-Richtung ohne die harte Bittere von einem Stout. Was ist denn hinten raus? Das geht in ein süßes Porter rein schon, finde ich. Was macht denn das hinten raus? So. Wie kippt es ab oder wo geht es hin? Das ist interessant. Es bleibt da, wo es startet, im Aromenspektrum, im Mundgefühl, im Dings, bleibt's und da bleibt's. Das geht einfach nicht weg. Das geht nirgendwo in eine andere Richtung. Das könnte vielleicht. Nee, obwohl es ist gut so. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es mir ein Touch zu süß ist. Es ist süß, es ist deutlich süß, aber es ist auch aromatisch hinten. Im Gesamten, nicht nur hinten, sondern es ist gesamtaromatisch auch. Es ist ein schönes, dunkles, süß, also malziges Schwarzbier ohne diese oftmals die Bittere, die das hinten so abknacken lässt. Ne? Ah, ich weiß, was du nicht meinst. Nicht kacken, sondern abknacken, so abknicken lässt. Ja, aber das ist dann wie bei meinem, man hat irgendwie so ein Level erreicht und da denkst du, oh, hoffentlich bleibst du da die ganze Zeit und gehst nicht in irgendeine Richtung, wo dann alles weggewischt wird. Das passt alles super zusammen. Also scheinbar bei dir auch. Also ich bin total begeistert von dem Pale Ale, muss ich echt sagen. Ich glaube, das wäre ein totaler Frauenknaller, das Bier. Echt? Wegen der Süße. Das ist. Interessant. Das trinkt sich wie. Ey, du könntest das in einem Ding runtertrinken, ne? Und es hat 5,5. Echt? Und du trinkst irgendwie 4 halbe von dem Dunklen, weil es sich so gut trinkt und danach wo der Hammer hängt. Dann lässt die heimbringen. Also ich habe nochmal eingeschenkt, schaut mal her, also der Schaum, Wahnsinn. Das ist, wenn du rein langst, dann hast du wie so kleine Berge. Lecker. Mag manch einer sagen, das ist aber, das könnte doch ein wenig spritziger. Und da sage ich, genau, also weil ich stehe halt auf diese geringe Rezenz, sage ich, das ist genau mein Ding. Diese fast schon Nanoperlen, die man da spürt im Mund, ist mein Ding. Also ich finde, meins ist auch so an der Grenze zum ungespundeten Bier. Lecco mio, Bobo Blanco, also... Das ist eine ganz feine Geschichte. Vielen Dank. Schwarz und Pale Ale. Also Schwarzbier und Pale Ale. Ich habe ja noch eins, ne? Ich habe ja noch das Stout. Ja, ich habe dir das, weil ich ein guter Freund bin, habe ich dir das mit reingelegt. Weil der Arno hat gesagt, die sind alle der Knaller, habe ich mir gedacht, das kriegt dann der Ralf noch. Weil sonst kriege ich immer irgendeinen so einen Schrott, ne? Den muss dann ich trinken, ne? Ey, sag mal. Nein. Ey. Ich fass es nicht. Jetzt trinke ich die halt nur alle an, die da noch stehen, mit denen ich noch nichts gesagt habe. Soll er ruhig. Ich gönn's ihm ja. Geile Sache, oder? Wielanke. Aus Mecklenburg. Wielanke. Oder heißt es Wielanke? Wielanke? Oder Wielanke, ne? Keine Ahnung. Oder es ist ja Vielanker. Vielanker. Wir werden korrigiert in den Kommentaren, wie immer, von euch. Insofern brauchen wir uns da gar keine Gedanken mal drüber machen. Hast du schon mal Auerochs gegessen? Herzlichen Dank. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich schon mal jemals irgendwo Auerochs-Steak gesehen habe. Auerochsen sind ja eigentlich ausgestorben, oder? Das sind ja so Nachzüchtungen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe mir die Bilder angeschaut, das ist schon beeindruckend, wenn die dann diese riesen Hörner haben. Also gut. Ja, obwohl, ich glaube, da kann man nicht so viel davon trinken. jetzt merkt man es dann doch, es ist schon auf der süßen Seite eher. Meins ist herrlich. Richtig herrlich. Garantasting Nummer 19 ist schon wieder vorbei. So schnell geht es manchmal.
bleibt uns gewogen und wenn euch das Ganze gefällt, dann haben wir nur eine Bitte. Irgendwie schickt es jemanden, dem es auch gefallen könnte. Und like. Weil weißt du, was ich jetzt mache, nimmer mache? Ich lasse diese ganze Abonnentenscheiße raus. Also damit meine ich nicht euch, sondern ich meine damit diese ständige Die Battle. YouTube sagt immer, du musst die Leute darauf hinweisen, dass sie abonnieren können und die Glocke drücken können. Und während sie abonnieren, sollen sie gleichzeitig die Glocke drücken und am besten dann schießen lassen, dann ist der Algorithmus am besten befriedigt. Und lauter solche Sachen. Und das macht man nicht mehr. Mhm. Das lassen wir jetzt, wir lassen das jetzt bleiben. Wir haben immer gehofft, dass das irgendwie halt was hilft. Was bringt es dir, auf YouTube zu sein, wenn dich kein Arsch sieht, ne? Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wir vertrauen jetzt darauf, dass wem es gefällt, der schickt vielleicht auch mal so eine Oma oder sowas. Und ehrlich gesagt, die Omas sind bisher die treuesten Fans. Das stimmt. Die kommentieren ja auch. Jetzt ganz, 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 jetzt erst ganz spät wird's bitter. Ist ja faszinierend. In diesem Sinne, bitter, dass es schon zu Ende ist. Peace.